Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider mit dem Cracky von Ravioli. Da steht es. Checkt unsere Website aus, sie ist awesome. Wir sind mittlerweile bei der 25. Folge tatsächlich angekommen, also ein kleines Jubiläum. Letztes Mal habe ich mich ganz blöd vom Acker gemacht, bin ganz blöd gestorben und habe mittlerweile auch einen Jahreswechsel verbracht. Also wir sind im Jahr 2014 angekommen, auch wenn die Folge 24 auch erst 2014 rausgekommen ist. Liegt halt daran, weil ich immer für das Ende der Folge eine Vorschau auf die nächste Folge brauche. Ihr versteht schon. So, wir stellen die Uhr und wollen uns nicht länger aufhalten mit viel Gefasel. Dazu habe ich ja jetzt noch Zeit, weil ich ja jetzt noch einiges machen muss, was ich letztes Mal verhauen habe. Ah, die Uhr läuft. Tschö. Ach nee, hallo. Hallo. Ihr seht das Spiel in einer ungeahnten Qualität. Ich habe die Grafikkarte gewechselt. Ich habe mir ein bisschen Arbeit gemacht. Ich bin gewechselt auf die Grafikkarte mit dem blauen Wasser. Ich zeige euch das einmal. Da unten ist es. Das Power4R-Logo. Oh, ich sitze davor. Da ist es. Das Power4R-Logo. Ja, wir spielen das auf einer Matrox M3D. Ein 3D-Beschleuniger aus der allerersten Generation. Das war jetzt ein geiler Sprung. Geiler Sprung in die Schüssel. Und mir gefällt diese Version sehr, sehr gut. Ich wollte ursprünglich auf dieser Version spielen, auf der Power-VR-Variante. Das wurde mir allerdings leider verwehrt, weil die Karte da irgendwie rumgemuckt hat. Ich dachte schon, sie wäre kaputt. Hatte sie jetzt wirklich spontan, weil ich eigentlich vor allem Lara halt einen Schatten verpassen wollte. Ja, ihr seht das. Sie hat endlich wieder ihren Schatten gefunden. Wollte ich auf einer anderen Voodoo spielen. Das habe ich ausprobiert. Also Voodoo 2. Und da war entweder war die Aufnahmequalität saumies oder der Schatten war halt immer noch nicht da. Also hatte ich keine Verbesserung gegenüber der Voodoo Banshee. Und dann habe ich halt einfach nochmal auf Teufel komm raus die Power4R ausprobiert. Und ich muss sagen, da oben war keiner, oder? Ich muss sagen, sie funktioniert soweit. Und toi, toi, toi. Hoffentlich ist das Ganze dann auch vom Erlebten her für euch ein bisschen besser. Es ist nicht mehr so stockduster für mich hier. Also ich kann es dann auch mal einigermaßen angenehm spielen. Wenn es dann mal was dunkler wird und muss nicht mir den Kopf verbiegen und auf das andere Display gucken. Besonderheit ist halt bei der Power4R, ich kann das Spiel euch... Dieses Geräusch. Ich kann euch das Spiel in 800x600 Auflösung präsentieren. Das war bisher immer 640x480. Und jetzt läuft das Ganze in grandiosen 800x600 Pixel. Ruckelt in großen Räumen zwar so ein bisschen, aber wir haben immer noch die Option, dass ich per Tastendruck auf 640x480 runtergehe, falls es dann doch zu krass sein sollte. Und auf der Power4R-Version, ihr seht das, ist dieses Wasser so geil blau und man hat auch so einen wunderschönen Gischtnebel unter Wasser, der dem Ganzen mal so ein bisschen mehr Realismus verleiht. Also da... Ich bin ein Fan von der Power-VR-Version bei dem Spiel. Sonst 3DFX natürlich über alles, ist ja ganz klar. Aber bei Tomb Raider hat mich die Power-VR-Version doch derbe geflasht. Die kann man sogar in 1024x768 spielen. Aber das ist ein bisschen zu viel dann doch für diese altertümliche Karte. Damals ist man ja von der VGA-Auflösung von 320x240. Bei 20 Bildern ist man ja dann auf 640x80x30 Bildern gekommen. Und das war ja der Wahnsinn damals. Wahnsinn. Ralalalala. So, tu es. Gut, er hat gesessen. Das war schön. So, bevor ich jetzt hier... Muss ich von hier aus? Ne, ich muss von da oben springen. Ist das geil, ey. So, bop, 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 der Baumeister. Passt das jetzt oder nicht? Ein bisschen Panik. Ein bisschen Panik. Schön golden ist das alles hier. Nimm dir doch einfach so eine Tür mit und werde glücklich. Du bist dann eine reiche, gemachte Frau. Ja, nee, du willst ja
Geld ist dir ja nicht wichtig, das wissen wir aus dem Intro. Und die Neugierde ist geweckt. Klonk. Tür auf. So. Jetzt speichere ich doch einfach mal. Was haltet ihr davon? Chef Kamun! So. Guckt euch das blaue Wasser an. Ey, was das da heraussticht. Craziness. Ich meine, das ist auch nicht ganz realitätsnah, ist schon klar. Wobei ich ja persönlich sagen muss, dass dieses Spiel für ein 3D-Spiel verdammt gut gealtert ist. So, meine Meinung, glaube ich. Ne, der Mattes teilt sie auf jeden Fall, das weiß ich. Und ich hatte Gegenteiliges letztens auf Gamers Global, glaube ich, gelesen. Da hatten sie gemeint, oh, ja, sieh mal, wie schlecht das jetzt aussieht, bla 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 bla. Finde ich nicht. Also ich finde das grandios gealtert. Gerade weil man ja auch aktuell so Sachen wie Minecraft am Spielen ist und Retro ja sowieso total in ist. Und dann tut dieser Klötzchen-Look überhaupt nicht weh. Das tät weh. Muss ich hier runterrutschen, ja? War das so? Was habe ich denn letztens da noch gemacht? Ey, denkst du? Ach, man sagt doch nicht ey. Ey, 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 ey. Denkst du, ich kann mich noch entsinnen, was hier los war? Sich da festzuhalten, wäre tödlich. Und so ums Eck gucken kann ich auch nicht. Also rutsche ich jetzt da runter. Ganz einfach. Geh links. Geh links. Ne, macht sie nicht, weil da ein Ereignis passieren würde, dass sie nämlich rutscht. So eine Sicherheitsfunktion im Spiel quasi. Denn da oben? Warum bin ich denn da oben letztens noch rumgekraxelt? War das auch nur wegen der Magnum-Munition und dann habe ich es verkackt? Glaub schon. Ich bin gleich wieder unten bei dem Dingen. Aber ich kann auf das Katzendach noch. Das sehe ich gerade. Katzenjammer. Jetzt wird es tatsächlich ein wenig ruckelig hier. Wie? Der Kroko lebt wieder? Wo kommt der denn her? Ein anderer Kroko. Croc Inc. So, der ist platt. Da liegt doch Magnum-Munition. Ich sehe es mit meinen Augen. With my eyes. Ja, und zwischen den Jahren waren ja die Gravioli-Jungs hier. Und da ging ja richtig die Post ab. Ihr habt vielleicht schon eine Handvoll Videos davon gesehen. Und da kommt mit Sicherheit auch noch was. Ich glaube kaum, dass ich dort sämtliches Material verarbeitet bekomme, bevor nicht dieses Video hier draußen ist. Die Jubiläumsfolge, die 25. Folge mit Powerfeuer und 800x600. Ja, da geht's runter. Okay. Ich weiß ja nicht, ob ich nicht nochmal speichern sollte. Nimmt mir keiner übel, wenn ich speichere, oder? Oh, leck mich in die Tasche, da fliegt die durch die Tür. Du Turdu. Turdu. Gibt's hier unten irgendwas? Wollt ihr was? Aha. Magnum. Bin jetzt eigentlich irgendwie gewartet, dass da so eine Falle von links oder rechts kommt, die mich köpft oder so. Ja, und das funktioniert einfach. Die Frau bewegt sich auch nach heutigen Standards noch relativ flüssig. Sieht natürlich aus wie ein Panther. Alter, ist das dunkel hier. Aber das ist so. Da muss man irgendwie Licht reinlassen. Dass sie die trotzdem anvisiert. Respekt und Anerkennung. Sollen wir den Hebel mal betätigen? Ah! Licht an. Klatsch an. Klatsch aus. Gib aus den Latschen, du Ola Panther. Dankeschön.
What was that? Teamsprech. Wow. Katzen machen mir auch Angst. Nicht, dass diese sind so Anubis-Katzen. Nicht, dass die auch zum Leben erwecken. Ich habe ja übrigens grandios die City of Camoon als City of Cahoon. Wie heißt der denn jetzt? Camoon als Cahoon. Wie Cahooner Burger. Hab ja große grandiosen Stuss erzählt. Schaffe ich diesen Sprung? Ich mache mir da so ein bisschen Kopf. Ich sollte mein Handy, mein Smartphone muten. Fuck! Da kommt noch einer. Ach, zwei! Geht doch. War ja klar, wenn die es einem schon so einfach machen, dass man die von oben abmuxen kann, dass dann noch so ein Überraschungskomitee auf einen wartet. So. Hier hoch. Oh, wir haben eine Holzbrücke. Die haben wir seit dem ersten Level nie mehr gesehen. Oder seit dem dritten Level. Formschöne Holzbrücke. Was ist denn jetzt passiert? Noch mehr? Tatsächlich. Noch einer. Oh, was soll das? Da kann ich rüber. Guck mal. Das passt doch. Da bin ich höher. Kommt hin. Erstmal abknallen. Bam, bam, bam. Ich finde das immer so geil, wenn man eine Waffe ablegt und dann mit der zweiten wiederkommt. Ach, jetzt. Brum, 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 brum. So im Galopp ballern. Das macht voll Laune. Hallo? Warten aufs Christkind. Komm, ich sammle das eben ein, dann können die sich ein bisschen die Wunden lecken. Guck mal, Geheimnis gefunden. Aber erst, wenn man diese Plattform da oben betritt. Aber es war mal ein ganz offensichtliches Geheimnis. Man muss dann da oben rüberlaufen, dass sie unten die Tür nochmal aufmachen. Das ist ja auch interessant. Komm her. Danke. Sind es schon 6 hier. Das ist ja voll die Panthergrube. Panther-Man. Wir sind gute Man. Da liegt ja auch was drin. Noch ein Medikit. Vor allem, was haben die hier die Jahrtausende gemacht quasi? Oder die Jahrhunderte? Haben nur auf Lara gewartet. Hi, Lara. Ich fall dich jetzt an. Sehr, also ich hab's schon gesagt, es sind pretty nice touches in this level. Sehr schöne Texturen hier. Total gut. So, pretty nice texturing. For the name is DOS game, it's pretty nice. You know, the Microsoft Disk Operating System. Which they bought from... Von wem haben sie es nochmal gekauft? Leck mich am Arsch! Ich bin tot! Ich wollte gerade Escape drücken. Geil, dass wir das auf Aufnahme haben und dass ich noch lebe. Ach, wie mühselig. Jetzt muss ich die wieder alle abmurksen. Diese Mumien. Also diese Mumie. Hechtet da ums Eck.
Und in der Gravel Pit muss der Beat mal mit. Wollte ich erstmal was total Widerliches machen? Hey, ihr zwei! Hallo! Move it! Wie geht es euch? Jetzt sind es schon vier! Hoch mit dir! Hoch! Okay, es funktioniert nicht. Ich wollte es mal probiert haben. Ich wollte es nur mal probiert haben. Das gibt ein geiles Moviebild, wie die da so hängt. So. Und Titel, ganz schön verbrannt. Nein, keine Ahnung. Ganz schön bekloppt. Nee, das ist ein dummer Titel, ne? Wie könnte man diese Episode denn nennen? Jubiläum mit Hindernissen oder so. Jubiläum. Ja, ist ja gut. Vielleicht sollte ich auch einfach die, eine andere Knarre mal zücken. Aber es ist eigentlich verschwendete Munition, ne? Wenn ich die jetzt mit der Magnum abknalle, ich kann die so schön gemütlich von hier oben abmuxen. Oder auch nicht. Jetzt geht ja auch die Tür auf. Komm, super! Superhero! Medikits habe ich genug! Jump, jump, jump! Jump! Fuck! Damn it! Mir fällt der Videotitel nicht mehr ein, den ich gerade hatte, aber ich glaube, der passt jetzt echt gut. Episodentitel, Folgentitel, Jubiläum mit Hindernissen, was weiß ich. Nur weil ich gerade eben aus Versehen darunter gerannt bin jetzt. Weil dann kommen ja gleich vier, das ist nicht schön. Nicht schön. Das ist so lustig, du kannst so... Way. Ach. Fu Manchu, ey. Ruhe im Karton. Warum nicht gleich so? Warum nicht gleich so? Ja, ihr denkt auch, was hat der denn wieder genommen? Das habe ich euch vor drei Folgen erklärt, was der wieder genommen hat. Oder vor vier Folgen. Es ist endlich mal wieder Zeit. 8. Januar 2014. Ich komme zum Weiterspielen. Quasi nach einem Monat. Die letzte Aufnahmesession war nämlich am 8. Dezember 2013. Und darum gab es auch so ein kleines, eine kleine Feiertagspause. Und außerdem waren die Videos vom zwischen den Jahren Treffen auch so awesome. Und die haben quasi danach geschrien, schneide mich jetzt. Da hinten steht einer, siehst du nicht? Ich sehe ihn. Dann hol dir erstmal das Geheimnis. Siehst du? Zwei Schuss wieder zurück. Also ein Freifahrtschein, um noch einen Panther zu legen. Bam, 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 bam. Jetzt kann ich auch runtergehen zu dir, ne? Komm her. Sehr gut. So, jetzt kommt gleich die Mami.
Magnums. Schon über 1000 Schuss für die Magnums. Da, Mami. So. Das war hier hoch, ne? Hier hoch. City of Kamun scares shit out of me. Weißt du, dann läufst du hier so links, rechts, rechnest mit nichts und auf einmal hüpft dich dieses Ding an. Alter Schwede, geh mir aus der Sonne. Wie geht das Viech ab? Oh, ist das scheiße? Ja, das war doch mal ein gekonntes Ende jetzt. Mumie tot. 25. Folge zu Ende. Und mir bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Und ich hoffe, ihr auch. Hier können wir dann nicht das Skion einsetzen, ist schon klar. Enemies? Oh, schon wieder so viel. Vielleicht ist es so ein Qualopec-Level. Opa Qualopec-Style.